YouTube, was geht ab? Heute machen wir keine Album-Review, sondern einfach eine Antwort. Und zwar der Ehrenbrä, hier der Razor, genau, Real Razor, Ehren-YouTuber. Ich schwör's dir, der hat 1000 Abonnenten. Warte mal, wir klicken drauf, zack. Warte mal, wo ist er? Da. Hallo, warte mal, gehen wir mal jetzt zu seinem Kanal. So, auf jeden Fall handelt es sich um dieses Video, ne, Razor. Und Junge, der Typ ist so ein Ehrenmann, also wirklich. Ich habe ganz mal einen Kommentar geschrieben, er hat es auf einmal ge mit dem Herz markiert, richtig korrekt. Und dann hat mir auf jeden Fall hier ein paar Tipps gegeben, wie ihr lesen könnt. Was habe ich geschrieben? Geiles Video, wie immer. Feier deine Videos. Stark, mach auch wie was, mach auch Videos im Vergleich zu dir Müll, ja, das ist klar. Aber jeder fängt mal klein an, ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mache das aus Hobby und ja, wenn es was wird, natürlich freut man sich darauf, aber wenn nicht, dann nicht. Also ich arbeite nebenbei und ganz ehrlich, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Mein Gott, das ist jetzt nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich verdiene ja eh kein Geld, deswegen juckt es mich nicht. Was hat der Ehrenbruder geschrieben? Man muss seine ersten Schritte gehen, bevor man rennen kann. Ja, das ist auf jeden Fall. Mach Videos seit 2014 und musste sehr viel lernen und Zeit investieren, um zu dem zu kommen, wo ich aktuell bin. Auch wenn immer noch keine Blockbuster sind, ja gut, das ist bei niemandem, außer vielleicht bei Julian Bam. Seine Videos, die sind ja krass, aber ja. Oh. Was sind und immer noch sehr, sehr viel verbessern möchte. Habe ich vor knapp 10 Jahren so ungefähr die beschissensten Videos ever gemacht. Ja, wer nicht, wer nicht. Und das Ding ist, ich glaube, der Bruder ist auch 2001 geboren, also auch ein 2001er. Und ich habe natürlich sein Video geschaut. Der kennt den Kolle seit 2001, seit 2001 wahrscheinlich. Boss Aura, genau. Ich kenne ja, oder eher gesagt, verfolgt Kolle seit zu Alter Tape 3, 2009, genau. Danach kam ja auch JBG 3, 3, ja, genau. Ey, was ist los mit dir? JBG 1 meinte ich. Und ja, Asphalt Massaker 1 habe ich ja auch in der Zeit auf jeden Fall, ne, gehört. Also ja, damit bin ich so mit Deutschrap in Berührung gekommen, sag ich mal. Ja. Weil meine Cousins, die haben es sich auch angehört, dann habe ich mir gedacht, hey, da schnuppere ich auch mal rein und zack, Deutschrap-Fan. San Diego bin ich auch ein Fan, aber ja, der ist leider inaktiv, was sehr schade ist, weil der Typ kann es eigentlich, aber wenn man zu viel kifft, dann ist man halt faul. Naja, anderes Thema, was sagt er? Und das fand ich so korrekt, guck mal, was er schreibt. Zieh durch und wenn du dran bleibst, kommt irgendwann der Punkt, an dem bei dir läuft. Ich schwöre es hier. Also, das soll kein Geblase sein, aber ich finde, dass er so einen Kommentar geschrieben hat. Also wirklich, ich bin sehr dankbar, wirklich. Also so ein Ehrenmann. Warum habe ich es nicht geliked? Danke für deine Tipps, bist ein Ehrenmann und deine Videos verfolge ich seitdem du über Deutschrap berichtest. Ist immer unterhaltsam. Ja, der macht ja jetzt seit neuestem, ne, deutscher Content. Und ich muss sagen, diese Videos sind echt stark. Also jetzt scheiß mal auf diesen Kommentar. Hätte er auch diesen Kommentar nicht geschrieben oder so, hätte ich trotzdem. Also das ist ja meine Meinung. Der macht echt geile Videos. Also bei denen. Also ich sag mal so, wenn ihr es mit einem Marvin California vergleicht. Also nichts gegen Marvin, ne? Aber die Videos sind vom Aufwand her genauso aufwendig, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also ich muss sagen, der macht echt starke Videos. Ich wünschte, meine Videos wären so, aber mein Gott, ich bin halt wirklich noch ein Anfänger und ich kenne mich nicht aus mit dem Schneiden, Cutten und ja, ich muss noch sehr viel holen und ja, das dauert noch alles. Aber wie gesagt, ich denke jetzt nicht ans Business, sondern habe einfach Spaß daran. Ist ja auch ein Hobby. Und ja, ich versuche natürlich, den Bruder zu verlinken, auch wenn ich keine Reichweite habe. Aber trotzdem, Leute, gönnt, abonniert seinen Kanal, 12 Videos, fast 1400 Abonnenten. Und ganz ehrlich, für mich ist es der nächste, sag ich mal. Ich finde, der nächste Mois, ja, wo Mois natürlich noch gut war, also ihr wisst ja alle,
die wo Moist halt länger verfolgen. Moist hat ja auch mit Deutschrap-Content angefangen und ich weiß nicht, der ähnelt dem Moist sehr. Also jetzt, ich weiß ja nicht, wie er aussieht, aber so von der Stimme her und von seiner Art her. Und das ist ein Kompliment, weil Moist war damals richtig sympathisch und seine Videos, wo er noch Rap gemacht hat, ich sag nur die JBG3-Reactions, die waren ja mega geil. Ja, wenn er auf jeden Fall so weitermacht, dann sehe ich ihn auf jeden Fall auch da oben. Und ja, Leute, wie gesagt, gönnt einfach Hack. Und hier sind die Videos, die er gemacht hat. Also fünf Videos, genau, 1, 2, 3, ja, noch fünf. Über Deutschrap und ey, das ist einfach so witzig. Allein die Covers sind geil. Und ja, bei ihm läuft ja jetzt auch aktuell und ganz ehrlich, umso mehr freut es mich, wenn es bei ihm läuft, weil ey, wirklich, ist so ein Ehrenmann. Also da kann man echt nur dankbar sein, wirklich. Ja, weil er hätte es nicht machen müssen und dann schreibt er halt so einen Kommentar. Ich bin halt eh so ein Mensch, der, wenn jemand mir Gesten macht, wo ich eigentlich nicht erwarte, dass sowas passiert, dann bin ich einfach sehr, sehr dankbar und ganz ehrlich, man muss einfach dankbar sein. Ja, das wollte ich halt, da habe ich jetzt extra ein Video gemacht dazu. Wie gesagt, das wollte ich halt mal erwähnt haben. Und ja, genau. Also wirklich sehr, sehr korrekt. Da kann man sich nur wiederholen. Und ja, das war's, Leute, vom Video. Also, ja. Warte mal, Marvin California, okay. Ja. Nee, also das war's vom Video, Leute. Lasst ein Like da, ein Abo. Und natürlich die Townhall mit JG und Marvin habe ich ja auch geschaut. Mega geil, kann ich auch euch nur empfehlen. Und ja, das war's von mir, Leute. Macht's gut und Peace. Leider ohne FaceTime, aber ich mache gerade Bildschirmaufnahme vom Handy, deswegen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, deswegen ja. Also dann, Leute, macht's gut.